Alpha Bübchen noch einmal und willkommen zurück zu Baldur's Gate 1, der Enhanced Edition mit unserem Zwerg Tollfuß. So, wir sind immer noch in Kerzenburg und sind am Rumlaufen, sind ein bisschen am Nebenquest machen und erkunden erstmal schön die Stadt. Ich meine, wir wissen natürlich, wie es hier abgeht, was hier los ist. Wir haben hier lang genug gelebt, aber es gibt immer was zu tun und wir sind natürlich sehr hilfsbereit und helfen allen als chaotisch neutraler Charakter, sehen wir dann natürlich auch ein bisschen unseren Vorteil. Aber das muss ja nicht automatisch etwas Schlechtes sein. Da ist der Yondala. Hey da! Hey Tollfuß, ihr seid ja heute früh auf. Euer Vater hat mich um einen seltsamen Gefallen gebeten. Es sieht so aus, als solltet ihr ein bisschen kämpfen lernen. Und ich soll es euch beibringen. Ich hoffe, ihr habt euren Stab gleich mitgebracht. Ha! Da wundert er sich wahrscheinlich, weil wir schon komplett ausgerüstet sind. Feindliche Wesen könnt ihr an einem roten Kreis um ihre Füße erkennen. Ja, das ist, das kennen wir schon. Während unseres Kampfes werde ich euch ein bisschen überraschen. Vergesst nicht, dass ihr das Spiel jederzeit durch Drücken der Leertaste anhalten könnt. So, wir haben einfach mal erstmal den Yondala. Oh, wir werden beschossen. Aber wir haben ja ein Schild. Ein bisschen Schaden nehmen wir schon mal. Man sieht es hier. Allerdings Übungskampf 17 von 17, also hier passiert nichts. Gut gemacht, Kleiner. Besonders nachdem Erik diese Pfeile auf euch abgeschossen hat. Ich bin sicher, euer Vater wäre stolz auf euch. Wenn ihr ein bisschen Erfahrung im Kampf gegen Gruppen sammeln möchtet, solltet ihr mit dem Torwächter reden. Den findet ihr gleich südlich von hier. Da draußen kann es ganz schön wichtig sein, zu wissen, wie man mit Verbündeten kämpft. Vielen Dank für diese Lektion. Da geht er rein in das Lagerhaus. So, was haben wir hier vorne? Eine leere Kiste. Wir sprechen mit dem Revor. Ich dachte, ich hätte dich schon gestern gebeten, die Ratten aus dem Lager zu entfernen. Also los, mach dich an die Arbeit. Das ist aber sehr nett von ihm, dass er uns nochmal auf diese Arbeit hinweist. Oh, wir haben schon einen Status jetzt. Schau mal eben. Verteidigungshaltung. Moment, wir können doch Verteidigungshaltung aktivieren. Vielleicht darf die Verteidigungshaltung nicht angewandt werden. Ich kann momentan gar nichts machen. Und ich die verzaubert jetzt? Ah, jetzt. Na gut, wir sind noch nicht so wirklich fit. Aber hey, das ist jetzt unser dritter Kampf, wenn man den Übungskampf noch mit dazu zählt. Aber selbstverständlich. Oh, wir sind sehr langsam jetzt unterwegs. Wir finden einen Silberring, den wir gleich verkaufen. Wir haben schon ganz schön viel Sachen jetzt zu verkaufen. Oh, da ist nochmal eine Ratte. Und natürlich gehört zu diesen Prolog-Quests hier auch so eine Rattenquest dazu. Jedes gute RPG braucht eine Rattenquest. So, mehr gibt es leider nicht zu plündern. Ich hoffe, das geht wieder weg. Manchmal ist es immer noch so bei D&D, dadurch, dass ich kein Fachmann bin in D&D, habe ich manchmal Eigenschaften oder sind manchmal Vorgänge hier im Spiel, die ich nicht nachvollziehen kann. Wir haben jetzt hier Verteidigungshaltung. Also es ist, ich habe das doch nie, habe ich das vielleicht aus Versehen aktiviert? Das kann natürlich auch sein, weil bei der Verteidigungshaltung haben wir 50% geringere Laufzeit, nee, nicht Laufzeit. Wir laufen 50% weniger schnell. So, jetzt. Und offenbar habe ich das wirklich jetzt aktiviert. Ich muss das nochmal im Video anschauen. Das können unmöglich die Ratten aktiviert haben. Ja genau, merzt sie aus wie Ratten. Das sind sie schließlich auch. Eine grandiose Schlacht, wie sie die Welt noch nicht gesehen hat. Hier sind 5 Goldmünzen. Gib nicht alles auf einmal aus. Dankeschön. So, mal gucken, was wir hier noch alles haben. Hier ist ein Lehrer. Da ist der Eingang von Kerzenburg. Da ist der Hall, mit dem müssen wir sprechen. Hey du, ich habe heute Morgen verschlafen und mein Schwert in der Kaserne liegen gelassen, als ich meinen Dienst angetreten habe. Würdest du es mir holen? Es ist in der Truhe am Fuß meines Bettes im rechten Teil der Kaserne. Mach schnell, bevor der Kommandant mich ohne es erwischt.
Du findest dort auch ein Gegengift. Ich glaube, Drepin braucht eins für die alte Nissa. Was hat er denn dann in der Hand? Einen Stab nur offenbar. Unsere Regeln sind sehr streng. Torwächter? Bald schon weg? Ja, in Ordnung. Gorion hat mich gebeten, euch ein bisschen was über die hohe Kunst des Gruppenkampfes beizubringen, bevor ihr geht. Kann ich euch dafür interessieren? Wir lassen das weg. Das ist ein Übungskampf in einem Keller mit weiteren Gefährten. Wir bekommen dadurch aber keinerlei Erfahrung oder irgendwelche Gegenstände. Deswegen, ne, wir brauchen das jetzt nicht. Ganz sicher, Kleiner. Besser lernt ihr es nicht. Dann müsst ihr später nicht eure Unwissenheit verfluchen. Nee, das passt schon. Das wäre dann hier unten, glaube ich. Oder hier drin. Das ist immer ein bisschen komisch, ne? Wir haben ja die Tab-Taste, die uns anzeigt, wo interaktive Gegenstände sind, wie Kisten und so weiter. Was man nicht sieht, ist, dass hier eine Tür ist. Und auch wenn ich die Tab-Taste jetzt gedrückt halte, sieht man nicht, dass hier die Tür ist. Und das musst du halt wissen. Das ist halt, ne? Das findest du eigentlich nur zufällig, wenn du wirklich den kompletten Bildschirm abfährst mit deiner Maus. So, wir sind offenbar in einem Krankenhaus. Können wir gleich vielleicht mal unseren Dialekt behandeln lassen. Diese Wände umschließen das Wissen der Welt. Ihr seid halt so krank. Mich sieht ihr ziemlich gesund aus, aber man weiß ja nie. Benötigt ihr einen Trank oder so etwas? Ja, wir sagen einfach mal ja. Vielen Dank, er schenkt uns einen Heiltrank. Genau, den wir gleich mal schön ausrüsten. In unseren Gürtel packen. Das ist verschlossen. Und hier ist ein Gelehrter. Entschuldigt mich, aber ich komme zu spät zu meinem Unterricht. Oh, ein Sachsenfreund. Ich komme zu spät zu meinem Unterricht. Ich kann ja keine Dialekte. Das ist ganz furchtbar. Ich kann wirklich keine Dialekte. Erwartet also nicht, dass ich hier irgendwelche Dialekte nachmache. Ich kann nur das Eiferbübchen noch einmal. Das war es dann aber auch. So, ich lache ja ab und zu über Leute, die zum Beispiel den bayerischen Dialekt nachmachen. Und wundere mich, wieso die das nicht können. Wieso die keinen bayerischen Dialekt sprechen können. Aber mir geht es ja genauso mit den anderen Dialekten. Deswegen, ne, darf ich hier gar nichts sagen. So, wir haben hier die Schlafbaracken. Wir gehen mal rein. Auf meiner Klingel steht euer Name. Oha, schon wieder einer. Carbus. Bruder, du bist doch Gorions kleiner Balk oder etwa nicht? Ja, die Beschreibung trifft auf dich zu. So gefährlich siehst du mir gar nicht aus. Okay, wir sind jetzt ein bisschen vorsichtiger, nachdem wir schon ein gebranntes Kind sind. Was geht euch das an? Viel mehr als du denkst, Kleiner. Dacht mir, ich guck dich mal selber an, bevor ich dir die Klinge in den Schlund stoße. Irgendwer glaubt, du würdest Ärger bedeuten. Also wird mir dein Kopf dabei helfen, aus der Gosse zu kommen. Die glauben, ich bin nur ein kleiner Tagedieb, aber ich werde es ihnen schon zeigen. Bam, ein Schlag, ein Treffer. Und wir bekommen einen weiteren Dolch. Also irgendjemand will unseren Tod, deswegen will offenbar auch Gorion, dass wir schnellstmöglich Kerzenburg verlassen. Selbstverständlich. Irgendwas nicht in Ordnung? Oh. Ich hörte jemanden rufen, Tollfuss. Ist alles in Ordnung? Wir behalten das alles für uns. Stellt lieber keine Fragen, Karan. Ihr habt mich in meiner Kindheit gelehrt und inspiriert und euer Herz würde brechen, wenn ihr sehen würdet, was hier gerade geschehen ist. Das ist fast ein bisschen jetzt übertrieben, der Satz. Ein Drache hat mich angegriffen. So hört sich das an. Oh Kind, ihr seid noch viel zu jung für das Leben, das euch aufgebürdet wird. Seid ihr nun für eure Reise gerüstet? Dann bitte ich euch schnell zu Gorion zu laufen, der euch auf der Bibliothekstreppe erwartet. Denn er möchte, dass ihr so schnell wie möglich aufbrecht. Nur nicht so hastig. Erstmal hier zur Kaserne. So gut wie erledigt. Jede Menge Wachen. Wir werden jetzt hier die Sachen nicht durchsuchen. Nur hier oben werden wir das Schwert mitnehmen und das Gegengift. Wir werden das bei Hall abgeben. Schau mal eben auf die Karte. Hier unten so gut wie erledigt. Dürfte meines Wissens nichts mehr sein. Wenn ich mich richtig erinnere, war es im Original so, dass hier überall Kriegsnebel war, also alles schwarz war, was du noch nicht erkundet hast. Okay, wir gehen mal in den Garten rein.
Dort vorne erwartet uns noch jemand. Oder wisst ihr was, wir gehen gleich oben rum. Und bringen das Gegengift hier rüber, damit er seine Kuh behandeln kann. Dann gehen wir runter zu Hall, bringen ihm sein Schwert, gehen hier rein. Haben noch ein tiefgründiges Gespräch. Dann verkaufen wir und dann gehen wir zu Grind. So lasst uns fröhlich singen, zusammen würden wir es weit bringen. Naja, wir beide zusammen würden vermutlich nie die Mauern der Kerzenburg von außen sehen, oder? Hm, gut, dass du keine von diesen Metallrüstungen trägst. Ich habe nämlich gehört, dass die Räuber da draußen einen für so ein Ding kurzerhand umbringen. Ich hoffe ja nur, dass diese ganze Eiskrise bald vorbeigeht. Er ist jetzt gar nicht irgendwie auf... Na gut, auf die Quest eingegangen. Wir haben aber wieder etwas an Erfahrung gewonnen. Und wir sind momentan noch ein bisschen entfernt bis zur nächsten Stufe. So, wo war der Hull? Der war hier unten an der Eingangstür. Und da können wir uns auch einen schönen Plattenpanzer leisten. Du hast aber lange gebraucht. Grind muss verrückt sein, dass er versucht, dich ordentlich zu erziehen. Sage ihm ruhig, dass ich das denke. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, dass diese ganze Eisenkrise nur daher kommt, dass Hohlköpfe wie du mit anderer Leute Schwerter herumbummeln. Hier hast du 10 Goldmünzen. Und jetzt verschwinde, ich bin im Dienst. Netter Kerl, der Hull. Die Formel müssen wir auch noch holen, stimmt. Moin! Nervig und doch auch nützlich. Wundert mich aber, dass der spießige alte Grind dich deine Studien und Pflichten unterbrechen lässt. Der alte Lavasack. Ich habe mich auch aus dem Staub gemacht. Der alte Windtrop hat schon nach mir gesucht, aber ich habe noch den ganzen Tag, um seinen Kram zu erledigen. Hast du heute Zeit für eine Geschichte? Nein, ich sehe schon. Was hast du denn vor? Ich darf niemandem erzählen, was ich tue. Und das werden wir auch Imoin nicht machen. Imoin ist unsere Stiefschwester, glaube ich. Ich muss gehen. Du solltest hier auch nicht weiter herumtrödeln. Windtrop will, dass die Betten gemacht werden, wenn du in den Ställen fertig bist. Gleich mal schön eine Arbeit aufgebürdet. Bin mir nicht sicher, ob sie Stiefschwester ist oder einfach nur so eine Bekannte in Kerzenburg. Auf jeden Fall könnt ihr euch darauf einstellen, dass sie uns begleiten wird. Nicht jetzt, aber demnächst. Wenn du es sagst, hast dir aber eine Menge vom alten Grind abgeguckt. Der sagt's einem auch nie gerade heraus. Viel Glück auf deiner Reise und bei was auch immer du vorhast. Sie weiß also schon, was wir vorhaben. Was weißt du über meine Reise? Grind hat selbst mir nur wenig erzählt und anderen noch weniger. Oh, ich weiß. So hinter dem Mond, wie der ist, macht sich wegen nichts und wieder nichts Sorgen, da bin ich mir sicher. Du gehst jetzt besser. Ihr habt doch eine lange Reise vor euch. Ich meine, ich denke, dass sie lang sein wird. Die Briefe vom alten Grind habe ich nämlich nicht heimlich gelesen. Nein, habe ich nicht. Also dann, macht's gut. Macht's gut? Mach's gut? Na gut. Also, zum Abschluss müssen wir hier hochlaufen. Grüßt, junger Mensch. Tetruil, da ist er ja, den brauchen wir auch noch. Firebeat hat euch zu mir geschickt, nicht wahr? Sehr gut. Bringt ihm diese Schriftrolle zurück. Doch dann müsst ihr euch beeilen und mit Grind sprechen. Er wartet euch auf den Stufen des Hauptgebäudes der Bibliothek. Ich versichere euch, es ist eine Angelegenheit von äußerster Dringlichkeit. Woll, machen wir. Können wir denn die Formel uns mal anschauen? Eine Identifizierungsformel ist das. Aber leider nicht für uns nutzbar. Hier stand immer so ein Chor, der so komisch gesummt hat. Ah. Warte mal kurz. Stimme des Ostens, Nordens, Südens und Westens und der Sänger ist noch mit dabei. Die wollen aber nicht mit uns sprechen. Alondo. Mal ein Lehrer, der hier rumsteht. Okay, wir geben die Formel ab, verkaufen unser Zeug und dann geht's los. Endlich raus aus Kerzenburg. Ah, ich bin froh zu sehen, dass das Alter euer Herz noch nicht gegenüber einem alten Mann wie mir verhärtet hat. Hier,
Erlaubt mir einen kleinen Zauberspruch über euch auszusprechen. Er wird euch vor allem Bösen, das euch heute Nacht möglicherweise begegnen wird, beschützen. Hilft uns leider nichts, der Zauberspruch. Weil bis wir rauskommen, ist er schon wieder weg, aber trotzdem vielen Dank. Bisschen Kohle wäre besser gewesen. Haben wir Kohle bekommen? Muss mal eben schauen, ob ich das hier... Normalerweise konnte man das immer größer... Ah, man muss das größer ziehen. Okay. Wir haben Erfahrung bekommen und einen Heiltrank bekommen. Ich lasse das mal ein bisschen größer, damit man wenigstens drei Zeilen lesen kann. So, wir verkaufen den Kampfstamm, ne, den können wir wegschmeißen, den kauft uns niemand mehr ab. Dolch, Kriegshammer. Kriegshammer, ne? Für berittene Kämpfer sind Waffen mit langem Schaft eher ungeeignet, weshalb viele Waffen mit einem kürzeren Schaft versehen wurden, sodass man sie mit einer Hand führen kann. Beispiele dafür sind Streitkolben und Pflege. Ein weiteres ist der Kriegshammer. Hat der denn? Der hat 1W4 plus 1. Wir haben aktuell Schaden 1W8. Also ist das eigentlich schlechter. Und ich muss mir merken, ich muss mal nachschauen, der Initiativefaktor, ob es besser ist, wenn er hoch ist oder wenn er niedrig ist. Bei der Rüstungsstärke ist es ja besser, wenn die niedriger ist. Rüstungsklasse, nicht Rüstungsstärke. Wir verkaufen den Kriegshammer. Luchsauge, Silberring, Dolch, alles wird verkauft. 13 Goldstücke, fantastisch. Wir haben 169 und kaufen uns jetzt für 113 den Schienenpanzer. Der hat Rüstungsklasse 4. Das Kettenhemd hat Rüstungsklasse 5. Allerdings auch Bonus gegen Klingenwaffen und Malus gegen Wuchtwaffen. Wir holen uns die dickste und fetteste Rüstung, die wir tragen können. Stellt eine Variante des Bänderpanzers dar. Jedoch sind die Metallstreifen nicht waagerecht auf das Grundmaterial aufgebracht wie beim Bänderpanzer, sondern senkrecht. Aha. 113 kostet der. Wir haben noch 56 Gold. Windtop hat eigentlich nichts mehr, was wir noch brauchen können. Fernkampfwaffe ist nichts für uns. Nee, passt. So, da bin ich wieder. Kurze Pause, weil es geklingelt hat bei mir an der Tür. Ich habe die Zeit genutzt und habe mal eben nachgeschaut bezüglich des Initiativefaktors. Und es ist tatsächlich auch so wie bei der Rüstungsklasse. Je niedriger der Initiativefaktor, umso besser die Initiative. Und umso eher kann man quasi im Kampf angreifen. So, wir lassen mal eben hier den Kampfstab einfach auf dem Boden liegen und sind jetzt soweit fertig. Wir haben alles abgeschlossen, außer Gorion zu treffen. Die Kisten oben, die lasse ich jetzt einfach mal liegen. Wie schön wir glitzern aktuell. Mit uns, mit dem Zauberspruch hier. Mit Schutz des Bösen. Schutz vor Bösen. Das heißt, wir gehen jetzt zu Gorion. Und schauen mal, was es mit der ganzen Geheimnistuerei so auf sich hat. Kann ja nicht sein. Oh, will er noch was von uns, weil er uns nachläuft? Ah, geht zu Gorion und hört ihm gut zu, denn ohne Wissen ist das Leben nur ein Schatten des Todes. Da steht er. Ah, mein Kind. Bin ich froh, dass ich dich gefunden habe. Das ist sehr schön. Das ist wirklich sehr zermürbend. Ich weiß, aber du musst mir vertrauen. Es ist ausgesprochen wichtig, dass du deine Besitztümer einpackst, sodass wir Kerzenburg sofort verlassen können. Beeil dich, wir haben keine Zeit zu vergeuden. Die Burg ist gut bewacht, doch nicht uneinnehmbar. So, wir versuchen es nochmal. Vielleicht sagt er uns ja doch noch irgendwas. Nun wohl, das kann ich nicht, denn ich habe mich noch nicht endgültig entschieden. Gewiss ist nur, dass wir weitaus sicherer sein werden, wenn wir unterwegs sind. Die Wälder mögen uns etwas Schutz bieten, aber vielleicht würde die Stadt Baldurs Tor uns die Gelegenheit geben, inmitten der Menschenmassen unterzutauchen. Ich weiß nicht, wo wir letztendlich unterkommen werden, doch habe ich ein paar Freunde hier und da. Ich muss noch darüber nachdenken.
Das kann dir schon passieren. Kerzenburg ist über alle Maßen bewacht. Kerzenburg ist in der Tat ein stattliches Hindernis, doch sie ist nicht uneinnehmbar. Gleichgültig wie dicht das Netz ist, wenigstens eine Mücke findet immer ihren Weg. Nein, mein Kind, wir müssen so schnell wie möglich gehen zu unserer eigenen Sicherheit und zu der unserer Freunde. Was soll ich mit auf diese Reise nehmen? Gib mir doch wenigstens einen kleinen Hinweis, was ich brauchen werde. Mein liebes Kind, du solltest selbst wissen, welche Ausrüstung du dir zulegen musst. Ich habe dir gegeben, was ich entbehren kann. Also mach dich auf den Weg zum Wirtshaus und sprich mit Windrup. Orientiere dich dabei an deinen Fähigkeiten und kaufe die Grundausstattung, die du brauchst. Doch gebe dein Geld weise aus. Seine Preise sind fair, aber du hast möglicherweise nicht genügend Gold, um all das zu kaufen, was du gerne hättest. Gut, dann sind wir bereit und können aufbrechen. Hör gut zu. Sollten wir uns irgendwann mal verlieren, dann geh schnurstracks zur Schenke freundlicher Arm. Dort sind Khalid und Yahira, alte Freunde von mir, denen du vertrauen kannst. Bereiten wir uns, mein Kind. Die Nacht bricht herein und wir müssen schleunigst eine Herberge finden. Keine Sorge, sobald wir mehr Zeit haben, werde ich dir alles erklären. Warte, irgendetwas stimmt hier nicht. Wir sind in einen Hinterhalt geraten. Sei auf alles gefasst. Du bist sehr scharfsinnig für einen alten Mann. Du weißt, warum ich hier bin. Hände hoch. Und solltest du Widerstand leisten, hast du dein Leben vergeudet. Es kommt so, wie es kommen musste. Wir sind in einem Hinterhalt und ganz viel böse Banditen umzingeln uns. Aber keine Panik, unser Ziehvater, der wird sich schon um all die kümmern. Ihr seid ein Narr, wenn ihr glaubt, ich würde eure Freundlichkeit nicht durchschauen. Geht zur Seite und euren Lakaien wird nichts geschehen. Es tut mir leid, dass du so denkst, alter Mann. So, jetzt gib's ihm. Mach alle kaputt. Da geht er hin, unser Ziehvater. Der Traum ist heute ganz besonders grausam. Beim Erwachen wird euch bewusst, dass alles nicht nur ein schrecklicher Traum gewesen ist. Ihr seid in einen Hinterhalt geraten und musstet zusehen, wie Gorion vor euren Augen ermordet wurde. Nicht einmal seine mächtige Magie konnte den Angriff aufhalten. Ihr seid zwar auf seinen Wunsch hin geflohen, aber das ändert nichts an dem Gefühl der Hilflosigkeit, das ihr jetzt empfindet. Übergebt uns euer Mündel, hatte der bewaffnete Dämon gesagt. Er hatte es auf euch und euch allein abgesehen. Aber warum? Wenn euch Gorion doch nur irgendeinen Hinweis gegeben hätte. Doch nun seid ihr ganz allein auf euch gestellt. Kerzenburg ist zwar in der Nähe, aber man wird euch dort nicht einlassen. Die Gelehrten schützen ihre Ruhe mit äußerst strengen Einlassvorschriften. Und ohne Gorion habt ihr keine Chance, eingelassen zu werden. Mit eurer spärlichen Ausrüstung werdet ihr allein nicht lange überleben. Vielleicht werden euch die Freunde helfen, von denen Gorion gesprochen hat. Die Freunde im freundlichen Arm. Hey, ich bin's, Imren. Toll, euch komisch Kreuze wiederzusehen. So, das müssen wir erstmal verdauen. Unser Ziehvater, Gorion, wie er genannt wurde, oder auch Gorion, ist leider tot. Wir sind komplett auf uns alleine gestellt und müssen jetzt schauen, dass wir zum freundlichen Arm in den Norden kommen. Und Wertacht hier auf dem Nichts aus, auf die liebe Imoen natürlich. Tut mir leid, dass ich dir gefolgt bin, aber ich komme ja nie aus Kerzenburg raus und die Mönche sind wirklich sterbenslangweilig. Geld in der Tasche haben sie auch nie. Ich habe Gorion gesehen und es tut mir wahnsinnig leid. Hab mir schon gedacht, dass euch da draußen was Schlimmes passieren könnte. Kannst du das wissen? Gorion hat es nicht mal mir erzählt. Zufällig habe ich neulich einen Brief auf seinem Schreibtisch gelesen.
kann mich nicht so recht erinnern, was genau da drin stand, aber vielleicht trägt er ihn noch, vielleicht ist er noch bei Gorines Leichnam zu finden. Also auf jeden Fall lasse ich dich hier nicht allein rumwandern. Freunde lässt man nicht im Stich, auf gar keinen Fall. Ich bleibe bei dir, bis du es dir anders überlegst. Jawohl. So, wir haben unser erstes Gruppenmitglied bekommen, die Imoin. So gut wie erledigt. Und schauen uns erstmal ihre Werte an, die sie hat. Sie ist ein Dieb Stufe 1. Sagenkunde 10 Punkte, fantastisch. Schlösser finden kann sie, Fallen finden und so weiter. Also die ist uns jetzt recht nützlich, wenn wir irgendwelche verschlossenen Truhen finden. Ich muss mal schauen, ob hier vielleicht in der Biografie was steht, welches Verhältnis wir zu ihr haben. Sie sagt, dass gerade ihr sie kennen solltet, da ihr ja zusammen aufgewachsen seid. Okay, wir sind also wirklich nur Freunde. Sie kam offenbar ebenso wie ihr nach Kerzenburg, allerdings 10 Jahre nach euch. Sie verbrachte viel mehr Zeit mit dem barschen Windtrop als mit Gorin. Bumpin nannte sie ihn immer, sehr zum Leidwesen des alten Wirts. Okay, die kleine Schwester spielt sie, okay. Und wir sind gleichen Alters. Gut. Mal schauen, was sie so kann. Also sie ist ein Dieb. Kann keine schwere Rüstung oder Lederwams tragen, kein Schild, als keinen größeren Schild als eine Tartsche. Nur bestimmte Waffen. Ich würde die auf Bogen skillen. Hinterhältiger Angriff. Das wird alles nicht passieren, weil wir uns nicht anschleichen werden. Okay. Kampfwerte. Mal schauen, worauf sie sich spezialisiert hat. Erstmal. Kurzschwert und Kurzbogen. Dabei werden wir, denke ich mal, auch bleiben bei diesen Werten. Fähigkeiten, Attribute. Okay. Was kann ich denn hier machen? Anpassen. Script. Oh. Dieb Fernangriff. Der Dieb greift Feinde an, sobald er sie erblickt, und zwar mit der Geschosswaffe, die er am besten beherrscht. Er versucht, den Feind auf Distanz zu halten, aber wenn er in einen Nahkampf verwickelt wird, greift er zu einer Nahkampfwaffe. Außerhalb des Kampfes versucht der Dieb, Fallen zu finden. Fantastisch, das ist genau das, was wir brauchen. Dann muss ich nämlich nicht immer selbstständig das Fallenfinden einschalten. Der Dieb greift Feinde an, die ihn oder seine Gruppenmitglieder angreifen. Ja, das hört sich auch ganz gut an. Bei Dieb-Fernangriff ist es ja so, dass die von sich aus angreift und das ist immer ein bisschen schwer zu kontrollieren. Er sieht von der weiteren Verfolgung des Feindes ab und kehrt zur Gruppe zurück. Fällt der Dieb auf 50% oder weniger Trefferpunkte zurück, läuft er weg, versucht sich im Schatten zu verstecken, kämpfen, aus dem Weg gehen. Aber da wird er halt wahrscheinlich nicht automatisch Fallenfinden aktivieren. Wir schauen mal, ob sie bei Dieb defensiv es trotzdem macht. Okay. Ah, okay, also Fallenfinden ist eingeschaltet. Und sie macht es. Was wir brauchen, ist eine bessere Formation. Die soll auf alle Fälle hinter uns gehen. Deswegen gehen wir erstmal in die T-Formation. Aber T-Formation ist schlecht, dann stehen wir erstmal nebeneinander. Sowas wäre ganz gut aktuell. Damit wir immer die sind, die zuerst angreifen. Wir gehen mal hoch zu Gorines Leichnam. Weil Imoin ja was gesagt hat, dass der einen Brief mit dabei hatte. Und da liegen die Überreste, sowohl der Gegner als auch von Gorin. Und wir nehmen erstmal alles mit, was wir tragen können. Vielleicht können wir zwischenzeitlich was verkaufen. So, und schauen uns das mal ein bisschen genauer an, was wir hier überhaupt gefunden haben.
So, wir haben Gorines Brief gefunden. Mein lieber Freund Gorine, bitte entschuldigt die Abruptheit dieses Briefes, aber es gibt noch viel zu tun und uns bleibt nicht viel Zeit. Was wir schon lange gefürchtet haben, könnte bald eintreten, wenn auch nicht so, wie es vorausgesagt wurde und ganz bestimmt nicht im richtigen Zeitrahmen. Wie wir beide wissen, hat sich die Vorhersage dieser Ereignisse in letzter Zeit als immer schwieriger erwiesen und man muss immer mehr dem Zufall vertrauen. Wir haben für eure Schützlinge alles getan, was in unserer Macht stand, doch nun ist die Zeit für uns gekommen, Abstand zu nehmen und alles seinen Gang gehen zu lassen. Wir sind bisher vielleicht ein wenig zu beschützend gewesen. Trotz meines Wunsches, in dieser Angelegenheit neutral zu bleiben, könnte ich die Dinge nicht mit gutem Gewissen ihren Lauf nehmen lassen, ohne immerhin eine Warnung auszusprechen. Die Gegenseite wird sehr bald handeln und ich bitte euch dringend, Kerzenburg nach Möglichkeit noch in dieser Nacht zu verlassen. Die Dunkelheit mag zwar gleichermaßen bedrohlich erscheinen, doch ist es viel schwieriger, ein Ziel zu treffen, das sich bewegt, auch wenn nicht viel Deckung vorhanden ist. Zu diesem Zeitpunkt bleibt uns lediglich die Wahl, die sich bietende Gelegenheit beim Schopfe zu packen. Wenn etwas schieflaufen sollte, könnt ihr unterwegs ruhig Reisende um Hilfe bitten. Ich brauche euch ja nicht daran zu erinnern, dass es in diesem Land, selbst abgesehen von unseren gegenwärtigen Sorgen, genügend Gefahren auf einen lauern und eine Gruppe ist immer stärker als einer allein. Wenn ihr noch weitere Hilfe benötigt, habe ich gehört, dass sich Yahira und Khalid zurzeit im freundlichen Arm aufhalten. Sie wissen zwar nur wenig von dem, was sich zugetragen hat, doch sie sind stets eure Freunde gewesen und werden euch zweifellos gerne helfen. Das Glück möge auf unserer Seite sein. Ich werde langsam zu alt für so etwas. E-Punkt. Soll ich den Notiz kopieren? Wohin denn kopiert? Die Zwischenablage? So, den Brief nehmen wir mal mit. Wir haben hier einen Kurzbogen, den wir mal der Imoin geben. Wird wahrscheinlich der gleiche sein, wie die Imoin hat. Kurzbogen ist durchschnittlich 1,50 Meter lang. Im Laufe der Zeit versucht man, die Reichweite von Bögen zu vergrößern. Initiative 6. Sehr schön. Sie hat 40 Pfeile aktuell, sie hat aktuell aber keine Nahkampfwaffe. Wir brauchen noch irgendein Kurzschwert. Wir haben den Stab der magischen Geschosse, den Imoin auch anwenden kann. Energiegeladene Geschosse treten hervor und treffen ihr Ziel mit mathematischer Genauigkeit. Okay, jede Menge Heiltränke hat sie im Inventar und ein Schnelligkeitsbügel. So, was haben wir noch gefunden? Einmal einen Feueropalring, ein kleines Band aus wertvollem Metall, das als Schmuck am Finger getragen wird. Einige Ringe sind verzaubert und verleihen magische Fähigkeiten. Diese Ringe sind heiß begehrt, insbesondere von Abenteuern und Magiern. Ein Langschwert könnten wir theoretisch jetzt auch ausrüsten. Ich würde das jetzt mal hier hochpacken. Einfach aus dem Grund, weil die beiden... Die beiden haben beide Armklinge als Schadensart. Das heißt, es macht keinen Sinn, wenn wir das Langschwert mit reinpacken. Ich habe hier einen Dolch und einen Morgenstern. Ich würde mal sagen, den Dolch bekommt die Imoin nur zur Not, falls sie sich wirklich wehren muss. Sie ist nicht darauf spezialisiert. Haben wir festgestellt. Kampfwerte. Sondern auf das Kurzschwert. Aber besser wie gar nichts ist es auf jeden Fall. Und wir haben einen Gürtel. Einfache Gürtel bestehen aus Leder oder Stoff und dienen lediglich zum Zusammenhalt der Kleider. Er ist nicht identifiziert. Wir können den auch nicht identifizieren. Wir haben keine Schriftrolle. Wir können nicht zaubern. Und die Imoin hat nicht genügend Sagenkunde, um den so zu identifizieren. Leider. Das heißt, wir müssen den aufheben. Ich könnte den meines Wissens jetzt auch ausrüsten, aber wir wissen ja nicht, was passiert, wenn wir den anziehen. Da gibt es ganz fiese Gürtel im Spiel und deswegen werden wir den jetzt nicht benutzen. Die Lederrüstung wäre vielleicht etwas, für was die Imoin tragen könnte. Jawohl. Und der Morgenstern, der wird von uns dann verkauft. Das ist leider schon alles, was hier rumliegt. Mehr nicht. Und für uns heißt das jetzt, wir müssen uns aufmachen zum freundlichen Arm. Wir werden nicht auf direkten Weg zum freundlichen Arm. Wir werden erst noch nach Neschkel runter. So viel kann ich schon mal verraten. Weil wir hier unten normalerweise, hoppla, hier unten noch jemanden treffen werden.
und die einen Timer drin haben. Und wenn die nicht früh genug nach Nashkill kommen, dann verschwinden die aus der Gruppe. Und ich will die erstmal mitnehmen noch, solange wir nur zu zweit unterwegs sind. So, damit sind wir fertig mit der zweiten Folge. Und wir sehen uns in der nächsten, wo es dann jetzt endlich mal richtig losgeht. Aus dem Prolog heraus, Gorion ist nicht mehr und wir sind auf uns alleine gestellt. In dieser großen, bunten, weiten Welt. Macht's gut und bis dann. Ciao.